Herzlich willkommen heute zu einem neuen Video aus unserem herbstlichen Naturgarten. An den sonnigen Tagen Mitte Oktober konnte man unsere Astern noch in voller Blüte bestaunen. Viele Schmetterlinge kamen auf Besuch, wie hier die zauberhaften Admirale, aber auch unsere Hummeln, Schwebefliegen und andere. Um sich vor der kalten Jahreszeit noch einmal richtig zu stärken. Oder um ein kleines Nickerchen zu halten. Bei den Hummeln, die wir jetzt noch beobachten können, handelt es sich im Allgemeinen um die Jungköniginnen. Die alte Königin des Volkes und ihre Arbeiterinnen sind bereits verstorben. Die jungen Königinnen suchen sich ein Winterquartier, in dem sie bis zum zeitigen Frühjahr einen Winterschlaf halten. Besonders gerne verkriechen sie sich in verlassenen Mausebauten oder anderen Erdlöchern, unter Moos oder in einem locker aufgeschichteten Laubhaufen, so dass wir Gärtner auch den Hummeln damit helfen können. Auch trockene, etwas filzige Grasbüschel in Bodennähe bieten unseren Hummeln ein Winterversteck an. Deshalb sollten wir einige Flächen im Gras stehen lassen und nicht bis zum Boden hinunter abmähen. Neben den Astern bieten jetzt noch die Fetthennen oder hier die unermüdlich blühende Bergminze, die Storchenschnäbel und unsere heimische Graslilie Nektar und Pollen an. Vereinzelt blühen auch noch Glockenblumen, an denen die Insekten tanken können. Neben diesen spätblühenden Stauden wächst in unserem Garten eine Pflanze, die meist völlig unterschätzt wird. Eine Pflanze, die wegen ihres schönen grünen Laubs bekannt ist, aber nicht wegen ihrer Blüten. Und kaum jemand weiß, wie wertvoll genau diese Pflanze für unsere Insekten noch im späten Herbst ist. Zu dieser Wunderpflanze kommen wir dann später, denn es warten bereits einige Vogelfreunde auf ihren Auftritt. Für unsere Gartenvögel beginnt die Zeit der Winterfütterung, zunächst der Anfütterung. Ein bisschen ausprobieren, ob in diesem kleinen Vogelhäuschen bereits etwas zu finden ist. Mal sehen, wer es als erstes entdeckt. Natürlich unsere Kohlmeisen. Sie sind immer die neugierigsten. Sie können es aber noch gar nicht richtig glauben. Befindet sich euer Garten in einer Umgebung, in der es wenig natürliche Nahrungsquellen für die Vögel gibt, so ist die Ganzjahresfütterung die richtige Wahl. Bei uns haben die Vögel anscheinend noch genügend natürliche Nahrung gefunden, denn ab Juli waren dann die Futterstellen im Garten verwaist. Unsere Blaumeisen zeigen auch jetzt noch kein besonderes Interesse am Futterhäuschen. Sie finden an den Blättern noch Insekten und das scheint ihnen vorerst zu genügen. Obwohl dieser Oktober ungewöhnlich warm ist, schreitet der Herbst doch mit 7 Meilenstiefeln voran. Und dass der Winter vor der Tür steht, zeigen auch diese Insekten. Das sind Wintermücken. Sie sind in keinster Weise für uns Menschen gefährlich und können auch nicht stechen. Im Winter sieht man sie auch häufig über dem Schnee tanzen. Vielleicht hast du das schon mal beobachtet. Auch sie bilden jetzt noch eine Nahrungsreserve für unsere Vögel. Die tanzenden Wintermücken sind Männchen, die im Schwarm auf und ab gleiten
und dabei Duftstoffe ausstoßen, um die Weibchen anzulocken. Diese kommen heran und werden dann im Flug begattet. Jetzt möchte ich euch diesen kleinen Überraschungsgast vorstellen. Es ist ein Wintergoldhähnchen, das zusammen mit seiner Gefährtin hier im Garten die letzten Insekten von den Blättern zupft. Unser Pärchen macht sich heute einen Badetag und dabei bleibt es aber nicht lange alleine, ihr werdet sehen. Man unterscheidet Wintergoldhähnchen und Sommergoldhähnchen. Beide Arten sehen sich auch sehr ähnlich. Die Sommergoldhähnchen haben sich aber schon auf den Weg in den Süden gemacht, denn sie bevorzugen wärmere Winterquartiere. Goldhähnchen sind bei uns in unseren Breiten die kleinsten Vögelchen, kleiner noch als die Zaunkönige. Sie benötigen Nadelbäume, besonders die Fichten, in deren Gipfeln sie auch brüten. Man entdeckt sie kaum, da sie sich meist hoch oben in der Gipfelregion aufhalten, wo sie auch feinste kleine Insekten suchen. Sie sind reine Insektenfresser. Wer gute Ohren hat, kann im Wald vielleicht ihr leises, sehr hohes Zirpen hören. Sie ernähren sich auch im Winter vorwiegend von Insekten, vor allem von den winzig kleinen Springschwänzen oder von Spinnen. Falls Sie uns an der Futterstelle besuchen, dann freuen Sie sich vor allem über Fett zusammen mit getrockneten Insekten. Zum Unterscheiden zeige ich euch noch einmal Fotos von beiden Goldhähnchen. Beide haben diesen kessengelben Mittelstreifen auf dem Kopf. Das Sommergoldhähnchen hat zusätzlich über dem Auge einen weißen Streifen. Männchen und Weibchen unterscheiden sich nicht und das ist bei beiden Arten so. Im Naturgarten ist der Tisch für die Vögel jetzt im Herbst sehr reich gedeckt. Neben den vielen Insekten, die noch herumschwirren, gibt es auch genügend Sträucher, die ihnen Früchte und Beeren anbieten. So zum Beispiel diese Wildrose Multiflora mit ihren kleinen Hagebutten, die gerade diesem jungen Grünfinken besonders schmecken. Jetzt im Herbst ist es die beste Zeit, um noch Sträucher zu setzen, die eben für Insekten und Vögel Nahrung bieten, durch Blüten im Frühling und Früchte im Herbst. Für unsere Hummeln und andere Insekten ist es im Frühling besonders wichtig, sofort Nahrungsquellen zur Verfügung zu haben. Deshalb gehören jetzt dringend die Zwiebeln unserer Frühblüher in die Erde. Davon kann es gar nicht genug geben. Ungefüllte Schneeglöckchen, Winterlinge, Elfenkrokusse, die sehr früh blühen und die Traubenhyazinthen sind besonders wertvolle Pflanzen für unsere frühen Insekten. Damit kommen wir zurück zu unserer Wunderpflanze, die ich euch jetzt genauer vorstellen möchte. Es handelt sich um den Efeu. Von ihm gibt es 23 verschiedene heimische Arten mit unterschiedlichen Blattformen und Färbungen. Bei uns hier wächst der pfeilblättrige Efeu, der schöne geschlitzte Blätter hat. Er bietet nicht nur unseren Insekten jetzt bis in den Spätherbst eine ausgezeichnete Nahrungsquelle an, sondern später auch unseren Vögeln. Seine tief blau-schwarzen Beeren sind zwar für uns Menschen giftig, aber nicht für die Vögel. Diese haben daran noch bis in den späten Winter hinein ihre Freude. Beim Efeu ist es üblich, dass er erst im höheren Alter zu blühen beginnt. Das lohnt sich aber abzuwarten, denn dann bietet er eine unglaublich wertvolle Bienen- und Insektenweide für alles, was jetzt noch herumsummt und brummt, sozusagen die letzte Kneipe, bevor alle zumachen und man trifft sich hier noch auf einen Absacker. Zudem können Vögel im Geäst des Efeus und auch hinter den immergrünen Blättern Schutz suchen, Nester bauen
oder sich auch im Winter einen Schlafplatz suchen. Aus Efeu wird für uns Menschen Arznei gegen Husten hergestellt und sogar Waschmittel. Dazu reicht es aus, dass man Efeublätter in die Waschmaschine gibt. Probiert es doch einfach mal aus. Admirale sind die Wanderfalter, die als Letzte in den Süden fliegen, wie die Zugvögel, über die Alpen und tausende von Kilometern bis nach Afrika. Deshalb brauchen sie jetzt noch genügend Energie, um diese Reise durchzustehen. Diese Wanderfalter machen den weiten Flug nur ein einziges Mal in ihrem Leben und nur in eine Richtung. Denn in Afrika bekommen sie ihre Nachkommen, die dann im darauffolgenden Frühjahr wieder zurück in unsere Breiten ziehen. Sie nützen dabei günstige warme Winde, die oft hohe Geschwindigkeiten erreichen und von denen sie sich tragen lassen können. Ihre Raupenfutterpflanze ist bei uns die Brennnessel, auf die Admirale ihre Eier ablegen. Das Fortschreiten des Herbstes kann man jetzt täglich an den Blättern der Sträucher und besonders der Bäume beobachten. Jeden Tag entwickelt sich die Laubfärbung weiter, es wird bunter und zum Teil haben die Pflanzen aber auch schon ihre Blätter verloren. Die kürzer werdenden Tage, aber auch die ersten kühlen Nächte und besonders der Frost setzen in den Blättern einen genetisch gesteuerten Alterungsprozess in Gang. Der grüne Farbstoff, das Chlorophyll, wird nun nicht mehr gebraucht, weil die Photosynthese bei zu wenig Licht nicht mehr stattfindet. Die Pflanze zerlegt den sehr wichtigen grünen Farbstoff in kleinere Bestandteile, die sie aus dem Blatt herauszieht und bis zum nächsten Frühjahr in Zweigen, im Stamm oder in den Wurzeln speichert. Nun kommen auch die übrigen Farbstoffe zum Vorschein, die nur durch den grünen Farbstoff verdeckt wurden. Bei jeder Pflanze ist das Mengenverhältnis der Blattfarbstoffe verschieden. So bekommen die unterschiedlichen Pflanzen auch unterschiedliche Herbstfärbungen. Die Blätter der Zitterpappel oder Espe zeigen eine Besonderheit. Sie sind rundlich und gezackt und bewegen sich besonders heftig schon beim geringsten Windstoß. Das liegt an den langen Stielen der Blätter, die in der Mitte auch seitlich abgeflacht sind, sodass sich der Wind besonders gut in den Blättern fangen kann. Und daher kommt auch der Spruch, zittern wie Espenlaub. Warum ich jetzt so auf die Zitterpappel eingehe? Sie gehört auch zu den eher unbekannten, aber ökologisch äußerst wertvollen Pflanzen. Sie zählt nämlich zu den wichtigsten Raupenfutterpflanzen unserer in Mitteleuropa heimischen Schmetterlingsarten. Denn besonders die Raupen der stark gefährdeten Edelfalter, zum Beispiel des wunderschönen großen Eisvogels oder des kleinen Schillerfalters, leben an diesem Baum. Insgesamt wurden 35 unterschiedliche heimische Schmetterlingsarten nachgewiesen. Dazu gehören Schmetterlinge, deren Namen eigentlich kaum jemand mal zu hören bekommt. So etwa einige Eulenfalter, wie zum Beispiel das blaue oder das rote Ordensband, oder die Bleichgelbeule, die Erlenrindeneule und viele mehr. Am wichtigsten sind die noch kleinen strauchförmigen Jungbäume entlang von Waldrändern oder Wegen. Daher sollte unbedingt auf das Abholzen dieser Sträucher verzichtet werden. Nach den warmen, sonnigen letzten Tagen neigt sich der Oktober jetzt aber doch seinem Ende zu. Besonders am Morgen ziehen jetzt vom Tal die Nebelschwaden herauf, was sehr stimmungsvoll aussieht. Mit dem aufkommenden Wind setzt auch der Laubfall verstärkt ein. Viele Gärtner empfinden das als Zumutung.
und der Laubbläser wird gezückt, um alles möglichst gleich wieder ordentlich zu haben. Dabei stellt gerade das Herbstlaub eine kostenlose Verjüngungskur für unsere Böden dar. Es beherbergt unzählige kleinste Lebewesen, die es zersetzen und zu wertvollem Humus verwandeln. Die Vögel finden darin und darunter Nahrung. Sie picken Insekten, Käfer, Larven und Asseln auf. Die Natur hat sich schon etwas dabei gedacht. Denn die Menge an Laub, die unter einem Baum um ihn herum auf den Boden fällt, entspricht genau der richtigen Menge und Zusammensetzung von Mineralien und Spurenelementen, die dieser Baum im kommenden Jahr zum Wachsen braucht. Auch als Mulchschicht auf den Blumenbeeten oder Gemüsebeeten ist es ausgesprochen wertvoll. Ich mische es deshalb mit dem letzten Grasschnitt und bringe es zum Beispiel auf meinem Hochbeet auf. Aber auch unter den Sträuchern oder auf dem Kompostplatz dient es den Pflanzen und den Tieren. Laub ist also viel zu kostbar, um es auf den Recyclinghof zu bringen. Inzwischen haben auch schon mehrere Gartenvögel bemerkt, dass etwas in diesem Futterhäuschen für sie bereit liegt. Und jetzt geht es auch schon etwas munterer zu. Mal sehen, wann der Winter wirklich Einzug hält und welches Treiben dann bei uns an den Vogelhäuschen herrscht. Ihr könnt euch auch meine früheren Videos zu diesem Thema anschauen, dann bekommt ihr einen Einblick, wie lebhaft es hier im Winter zugeht. Falls ihr mich ein bisschen mental unterstützen wollt, so freue ich mich über Kommentare und natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis bald und danke fürs Zuschauen.